Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir nehmen nochmal hier die Munition mit und schleichen uns hier durch bei den Klickern. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden mit Anhieb. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Du bist kein Klicker, oder? Du bist kein Klicker, von dir halten wir uns fern. Okay, wir gehen doch hier lang. Wir gehen doch hier lang. Gott. Oh Gott. Wir müssen uns hier ganz langsam wegbewegen. Ich glaube, er hört uns. Ich glaube, sie hören uns alle. Genau, geht lieber da hinten hin. Währenddessen ich mir die nächste Flasche. Oh, erschreck mich bitte nicht so. Halber Herzinfarkt. Wo sollen wir denn hin? Da hinten hin? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Shit. Okay, da hinten ist einer. Da ist auch einer. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Bleib cool, Kleiner. Da hinten sieht das gut aus. Okay, der rennt schon mal da lang. Eventuell ist das schon ein Zeichen dafür. Ach Gott, ich bin so angespannt. Ihr glaubt es gar nicht. Sieht nicht aus wie ein Klicker, ne? Die heult darum. Ha! Einfach mal durch die Wand gegrabt. Fuck, hier ist nichts. Oh, das ist so eine Art Safe, ne? Weiß nicht, ob wir den Safe öffnen können. Oh oh. Kommt, Mädels, kommt. Okay, hier ist keiner. Aber das sieht nach der Tür aus, durch die wir durchkommen. Nein, es ist nicht. Es ist einfach keine Tür. Okay. Ansonsten. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Mal los. Mist. Ach, am Klicker vorbei oder was? Ja, Ellie, du bist großartig. Das heißt hier lang. Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Fuck, hier ist nichts. Fuck. Hä? Er sagte doch hier entlang. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, der will mich. Einfach cool bleiben. Scheiße. Nein. Wo soll ich denn lang? Anfertigen. Ich werde das bestimmt scheiß anfertigen. Okay.
Da liegt noch irgendwas. Verdammt, diese Donne ziemlich nah. Was heißt denn hier entlang? Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Was heißt denn hier entlang? Das sieht für mich aus, als wäre da irgendwie ein Gang, aber das ist nichts. Scheiße, Mann, der hört mich doch. Ich bin am Arsch. Wir müssen einfach nur abwarten, bis er weg ist. Ja. Es muss da hinten sein. Er hat irgendwas da hinten gesagt. Es muss da hinten einen Gang geben. Oh mein Gott, wir nehmen eine Flasche mit, sicherheitshalber. Ja, komm schon, ey. Ist nichts. Joey, verarsch mich nicht. Okay, gehen wir einfach weiter. Ich weiß zwar nicht, wo dieses weiter ist, aber egal. Vielleicht auf der anderen Seite. Scheiße! Einfach cool bleiben, Zero. Einfach cool bleiben. Hier ist nichts. Da hinten ist eine Tür oder so. Ah, der wird mich hören. Nichts. Das ist keine Tür. Hä? Okay, das könnte es noch sein. Ellie, bitte. Du bist nicht Ellie. Du bist die andere Wahnsinnige. Kann er nicht rüberklettern? Hier ist auch nichts. Ihr wollt mich doch voll verarschen. Das wird mir nichts bringen. Da hinten muss irgendwas sein. Irgendwas, wo wir gerade eben waren, an der Ecke. Ich habe keine Ahnung, wie wir da vorankommen. Okay. Einfach zurückgehen. Einfach zurückgehen. Ist ja gar kein Ding. Wir machen es wie vorher auch. Einfach hingehen. Und nicht stressen lassen. Einfach nicht stressen lassen.
Ich bin gerade voll am Zittern, ey. Ah, die hören definitiv etwas. Hier war nichts, ne? Und wir nehmen das Ding mit hier. Die sind alle jetzt alle schön da hinten. Bis auf der eine. Scheiße. Jetzt sind wir wieder hier. Das sieht für mich aus wie der richtige Weg, aber... zur Hölle. Wie soll ich denn da durchkommen? Sei denn, hier kommen wir durch. Hier müssen wir da rein, um die Tore zu öffnen. Ich weiß es nicht. Oder jetzt einen Stein gegenwerfen, ist alles vorbei. Herr Mädels, jetzt helft mir doch mal. Hä? Sag ich dir in Ernst? Okay, alles ist gut. Solange wir Knorke bleiben. Wir haben noch eine Flasche zum Werfen. Da oben müssen wir hin. Oh! Hallo, Dude! Ah. Okay, na los. Schnell. Das ist laut. Lass mich doch zuerst, Mädel. Oh. Okay. Männer zuerst, Kinder zu Schluss. Oh. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Nein. Ja, gehen wir. Nein, das sind gar nicht in Ordnung. Ja, ganz schöne Profis. Das nennt man Glück und es hält nicht ewig. Nein, ich bin völlig fertig, Freunde, meine Nerven, ne? Ich sag's euch, meine Nerven, sie ist blank. Nein. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Okay. Scheiß auf die 50 Ersatzteile. Hätten wir vielleicht geschafft, aber... Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Ihr habt schon zu lange darum gehangen. Mädels? Da wird nichts sein. Oder wird hundertprozentig was sein, aber ich gehe da jetzt nicht hin. Okay. Wir wissen, da sind irgendwelche komischen Infizierten. Deswegen ist das nicht gut. Guck mal, wie sie hier rumchillt. Ach, fuck it. Hier ist aber nichts. Oh. Super. Super. Können wir damit irgendwas herstellen? Ja, dann bin ich mal wieder weg, würde ich sagen, ne? Hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen, aber ich muss weg. Schnell. Jetzt. Okay.
Suchen wir mal irgendwas Leitermäßiges, oder? Ich hab jetzt keinen Bock hier rumzurennen, wenn die ganzen Zombies da hinten rumhängen. Deswegen schleiche ich weiter. Was haben wir denn hier? Können wir die Balken gebrauchen? Nein. Das war die U-Bahn-Station. Na, die Ellie ist gut. Die schleicht sich weiter durch die Gegend. Die steht da hinten. Irgendwas will sie da. Oder? Wollt mich doch verarschen, oder? Was können wir denn benutzen, um da hochzukommen? Das Ding? Nee. Können wir auch nicht rauf. Bestimmt ist das so ganz easy, weißt du? Ich finde es wieder mal nicht. Muss ja hier irgendwie so eine Leiter geben oder so. Na, zumindest können wir testen, ab wann die uns hören. Nichts. Alter, das ist eine Folge, wo wir überhaupt gar nicht weiterkommen, ne? Wie mich wütend sowas macht. Nicht weiterzukommen. Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass hier drin irgendwas ist. Würde die Viecher hier fertig machen müssen. Die uns hören, wenn wir sie erwürgen. Dann sind wir die wenigstens los. Ich will sie nicht mitnehmen. Lass sie ruhig da liegen. Wenn sie tot sind, brauchen wir wenigstens keine Angst mehr zu haben. Das heißt, wir erledigen sie erstmal. Würde es doch hier nur EP geben, dann würde ich sie alle umbringen. Das Einzige, was mir halt gerade einfallen würde, ist, dass hier drin irgendwas ist. Gut, kümmern wir um den. Ach so, wir müssen das Ding rausschieben. Verstehe. So, dann müssen wir nicht mehr leise sein. Oder können wir sie richtig fertig machen? Statt mir mal zu, einen Tipp zu geben. Hey, guck mal, da ist ein Schrank. Nimm doch den. Neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Na gut. Klettert hoch. Dann gehen wir hier mal weg. Hui. Wir gehen vermutlich hier links rein. Dann machen wir mal auf. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Oh, Scheiße. Sie kommen! Ich weiß! Ach du Scheiße. Okay. Zum Glück ist das eine Quicktime-Event. Oder eine Cutscene, eher gesagt. Nee, ich dachte, das wäre ein Quicktime-Event. Du hast da was am Schuh. Oh. Ja, passiert. Okay, während der Szene habe ich mir nochmal Licht angemacht, okay, aus Panik. Wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Und Marie, glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja,
die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ja. Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Ja. Ach, hätten wir doch diesen Safe geöffnet. Jetzt ärgere ich mich darüber. Jetzt ärgere ich mich darüber. Aber gut, es wäre eh gescheatet gewesen, weil ich das ja gelesen habe. Oh, dankeschön. Aber wir haben derzeit sehr wenig Munition verschwendet, da bin ich sehr stolz drauf. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass wir wenig in dem Zeug verschwinden. Okay, wir müssen durch die Tür oder durch diese Tür? Laufen wir mal ein bisschen hier rum, erkunden ein bisschen was. Sammeln Stuff, wie zum Beispiel die Schere. Oder nichts. Nichts ist auch immer gut. So, ja, das habe ich vermutet, dass da noch eine zweite Tür ist. Hier ist verschlossen. Da liegt noch was. Ach, ein Tüchlein sogar. Finde ich gut, finde ich gut. Ach man, schade. War so wert. Ich wollte das Ding kaputt machen. Okay. Und jetzt, Mädels? Was sagt ihr dazu? Hier hoch? Okay, hier hoch. Sieht so nach aus, ne? Was zum... Sorry, sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Das wollte ich aber machen. Sie klaut meinen Job. Haben wir sonst noch irgendwas? Da vielleicht? Ich dachte schon, da liegt eine Leiche. Oh, wer bist du denn, Kollege? Selbst der sieht aus wie ein Zombie. Oh, Mist. Was? Mach mir doch keinen, ey, mach doch keinen Scheiß, ey. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Das Schiff sieht sogar noch ganz okay aus. Machst du es auch kaputt, Ellie? Ich kann es nicht kaputt machen. Das müsstest du schon für mich machen. Voll. Können wir irgendwas mit der Schere machen? Nein. Wir könnten sogar Molotow herstellen, ne? Auch noch brauchen wir es nicht. Überhalt mal ein. Es sei denn, wir finden natürlich Zeug. Da können wir durchschleichen. Dann produzieren wir einen Molotow. Na gut, wir haben uns hier umgesehen. Lass mich durch, Ellie! Mann, steh mir nicht immer im Weg, Mädel. Schere können wir leider nicht mitnehmen. Es sei denn, ich heile mich. Wie sieht's so lebensmäßig aus? Kann ich das irgendwie sehen? Ah, ich glaube, wenn wir voll sind, brauchen wir es nicht zu sehen. Ja gut, dann wollen wir mal hier durch. Aber nicht heute, Freunde. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.